Ticket Easy ist eine Anwendung, die es uns als Endkunden ermöglicht, möglichst einfach von A nach B zu kommen, ohne Tarifzonen, Preismodelle etc. verstehen zu müssen. Einfach einsteigen, losfahren, immer den besten Preis bekommen. Wir sind ein B2B-Unternehmen, das heißt, dass wir unsere Lösungen, unsere Technologie in bereits bestehende Applikationen oder Smartphone-Apps integrieren. Das System checkt dich ein an der Haltestelle, wo es losgeht. Unsere Software erkennt, mit welchem Verkehrsmittel bist du unterwegs, an welchen Stationen bist du gerade vorbeigefahren, kann die Stationen zählen. Und in dem Moment, wo die Fahrt beendet wird, findet halt ein Abgleich mit der Tarifdatenbank statt und dann wird halt geschaut, okay, was ist jetzt der bestmögliche Preis. Man hat zum einen Standortdaten, darüber hinaus hat man aber auch Beschleunigungsdaten beispielsweise oder Magnetfelddaten und weitere Sensoren, die man für diese Erkennung benutzen kann. Man kann sich beispielsweise vorstellen, dass man in einem Bus ein anderes Rüttelmuster hat als in einem normalen Pkw. Oder dass das Magnetfeld sich ändert, sobald ein Schienenfahrzeug beschleunigt. Das Team besteht aktuell aus 20 Personen aus 11 verschiedenen Nationen. Leute, die aus der Informatik kommen, die aus dem, ich sag mal, weitesten Feld von Datenanalyse kommen, das heißt Physiker, Biochemie sind dabei, es sind Quereinsteiger dabei und darüber hinaus halt Leute im Bereich, ich sag mal, Business Development, Sales. Ein Doktor der Verkehrsplanung arbeitet hier beispielsweise, ich selber komme aus der Mobilitätsberatung und von daher haben wir einen guten Mix, der einmal das, ich sag mal, Industriewissen mitbringt, um was braucht es, um auch quasi mit diesen Verkehrsunternehmen zusammenzuarbeiten und was interessiert die überhaupt. Und zum anderen Leute, die wirklich technisch starke Ideen haben, um dieses Produkt überhaupt ermöglichen zu können. Das Ticketing-System an sich ist im Moment im Pilotstatus. Da arbeiten wir mit großen Partnern zusammen, wo wir jetzt gegen Ende des Jahres darauf zielen, dass die ersten Sachen auch wirklich mit zahlenden Endkunden dann passieren werden. Man möchte halt irgendwann zu vollautonom kommen, das heißt, ich muss mich um gar nichts mehr kümmern. Alles vollautomatisch, weil nur so kriege ich diese Nutzererfahrung hin, also quasi Leute vom eigenen Pkw wegzubekommen in umweltfreundliche Verkehrsmodi.